Diese Jugend heutzutage. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit The Witcher 3. Ja, ich hab's endlich mal wieder geschafft, eine Aufnahme zu machen. Pfui über mich für die letzte Zeit. Aber ich will The Witcher 3 auf jeden Fall weitermachen, bis ich mit Add-ons und allem durch bin. Und wenn ich denn 70 Jahre alt, glatzköpfig, ansonsten gegräut und ohne jeglichen Zuschauer bin, ich spiele das Scheißspiel zu Ende, weil es einfach geil ist und ich das Ende erleben will. Aber ich hoffe, ein paar von euch kommen da noch ein Stückchen weit mit mir mit. Apropos mitkommen, kommt doch mal mit. Ich will zum Versteck des Bettlerkönigs, wo ich ja letzte Folge hingekommen bin. Und muss hier, glaube ich, dann mal anklopfen. Ganz freundlich. Aufmachen! So ein freundliches Gespräch. Wer bist du und was willst du? Puh. Nö, da bin ich mal direkt mit der Tür ins Haus, würde ich mal sagen. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Forderliche Täuschungsstufe? Nee, das habe ich nicht. Dann muss ich wohl zahlen oder mich in der Umgebung umhören. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen zahle ich einfach. Ich bin ja eigentlich ganz gut bei Kasse, was eigentlich Hexer untypisch ist. Aber das Spiel ist ja nicht immer gleich 100% settinggetreu, wenn man in Kisten des ärmsten Bauernhauses höchst wertvolle Metalle findet. Von daher einfach zahlen das Teil. Fang. Und 5 Erfahrungspunkte gibt's auch noch. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher weg. Boah, ich hoffe, am Anfang des Videos hat es jetzt nicht zu viel den Sound kaputt gemacht, weil ich da noch die Lautsprecher anhatte. Aber ich hoffe, ich habe das so gut synchronisiert, dass der Sound sich nicht gegenseitig gestört hat. Bisher hat es bei sowas eigentlich immer überraschend gut geklappt. Und dann mal gucken. Uff. Naja, hat ja noch seine Hexerzeichen, also gut. Gut. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge. Die warten auf dich, wenn du beim König warst. Ach ja, stimmt ja. Es ist ja der Bettlerkönig. Das ist ein absurdes Paradoxon. Und wo gibt er die Waffen jetzt ab? Ah, da bin ich waffenlos. Boah, ganz schnieke hier, würde ich sagen. Hübscher Brunnen. Betrunkene Leute. Fast wie zu Hause. Rennt mit diesem verbiesterten Gesicht durch die Gegend und fängst dich anständige Leute. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ja, das kenne ich. Ich werde auch schlauer, je mehr ich trinke. Merkt man auch daran, dass ich vor den Let's Plays in der Regel nichts trinke. Kriegst du nicht zusammen. Du und dann kommen auch die dummen Sprüche von mir. Schlimm ist es. Springen wir mal. Oder auch nicht. Der will nicht reden. Du hast das reinste Wunder gewonnen. Ich will's dir vergelten. Dann überzeugt das Pack im Stadtrat, dass Zauber kein Jux, sondern unbedingt notwendig sind. Man würde nicht auf mich hören, Herr. Sie haben Angst vor Menge. Dann sag ihnen, wenn einer von ihnen stark wird, kann er den Kopf in die Flammen des ewigen Feuers stecken. Und jetzt gestatte mir etwas Ruhe. Oh. Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die denn her? Lag auf der Straße. Ich habe sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst. Genau wie dein Vater. Guter Junge. Das ist Erziehung. Jetzt geh spielen. Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf.
Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ah, das ist so ein bisschen Songtext, würde ich mal sagen. Aber gut. Schöne Nebengeschichte, aber wir wollen ja vorankommen in der Geschichte, also mal flott angesprochen. Oder auch gleich. Ich freue mich. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Natürlich. Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Ja, wer die ersten Teile gespielt hat, der wird Triss natürlich schon genauer kennengelernt haben. Das ist ja auch so ein Hin und Her mit den beiden und Yennefer und hast du nicht gesehen. In den Büchern steht natürlich mehr, den Hinweis muss ich natürlich abermals geben, wie in so vielen Folgen. Gut, was war da nochmal? Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Ach, der sucht mich also schon, beziehungsweise hat darauf gewartet. Na dann, bin ich mal gespannt. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Ganz meine Meinung. Oh ja, die Tempelwache haben wir schon kennengelernt. Da frage ich doch glatt mal nach. Und die Tempelwache toleriert dein kleines Unternehmen? Sagen wir so. Sie weiß den Wert der Novigrader Krone zu schätzen. Menge wirkt nicht so, als könnte man ihn kaufen. Jeder ist käuflich. Doch Menge würde mich wirklich ein Vermögen kosten. Gut, dass seine Beamten nur Menschen sind. Manchmal werden sie krank, ein andermal wollen sie sich amüsieren. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Das ist mal ein Statement. Was heißt, das klappt nie im Leben? Eigentlich glaube ich daran, deswegen einfach mal die Frage, was willst du? Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Oh, die beiden werden so ein schönes Paar.
Finde ich zumindest. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kommt, verschafft ihr einen Eindruck von meinem Leben. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und ihm wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Klingt doch freundlich. Ja. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Ja, gute Frage. Ah, ich mag das echt. Also nicht nur, dass sie echt eine heiße Fee ist, sondern hier schon cool. Tollpatsch! Ich war mal so saublau! Und ihre Magie-Allergie ist auch jetzt am liebsten. Aber ich hoffe, ich spoilere da nicht wieder zu viel. Kann ja auch sein, dass die hier nochmal thematisiert wird. Die Magie-Allergie. Aber ich finde es witzig. Als Magierin, die sie ist. Das ist schon geil. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Boah. Ich bin mal ein Gentleman und sage... Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Wie schön. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Aber ich mag Geralts Humor mit dem Bahn. Das ist. Geralt hat einen geilen Humor dafür, dass er eigentlich sehr gefühlskalt ist. Hat er sehr viel davon. Ach, scheiß auf. Wobei. Erstmal mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr wisst ja, mein gerechter Anteil. Nicht immer zu sagen. Oh, Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Da führt es einen noch im. On Blood and Wine hin. So viel kann ich schon mal verraten.
Und ich kann euch auch verraten, dass ich tierisch drauf gespannt bin, auch wenn es noch gefühlt Jahre dauern wird, bis wir da sind. Aber ich freue mich. Oh Gott, nur Alkoholiker hier. Gnomische... Das will ich lesen. Gnomische Scherze. Kratzt den Schmalz aus einem Hundeohr, tränkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie sollen schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Okay. Auf der Hochzeit des Prinzen von Lander versteckte sich ein schäbiger Gnom mit einem Kleinentermesser bewaffnet in einer Torte. Gerade als sich die Gäste am Festbankett gütlich tun wollten, hüpfte der Gnom aus der Torte und jagte den Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, da man des Scherzes gewahr wurde. Nee, das ist nicht so gut. Da habe ich mir mehr erhofft. Was wird aus Temeria? Nee, das klingt nach so einer Jammerschrift. Heimwerker-Enzyklopädie. Okay. Oh, mysteriöser Brief, das ist schon interessanter. Es ist alles bereit. Wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich dem Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unseren Reihen aufzunehmen. Zunächst erhältst du eine vorbereitende Ausbildung. Doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt. Damit hast du die Grundlagen bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farm trägst, machen wir uns auf die Suche nach deiner Mutter. Und wir werden sie finden, das verspreche ich. Und wenn wir jeden Quadratzoll Venens durchkehren müssen. Gott, habe ich das scheiße gelesen. Perlen des Nordens, Novigrad. Ja, mir wurde was anderes über Novigrad gerade gesagt. Ha, über Novigrad gerade. Was für ein Zufall. Schlechte Wortwitze, mal wieder. Das Buch habe ich schon. Aber Alkohol ist immer gut. Alkohol, oh Alkohol, du bist mein Feind, das weiß ich wohl. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Und schon wieder habe ich ein Buch doppelt, egal. Quecksilber. Nochmal das Buch? Alter Verwalter. Das kann aber auch mal betrieben werden. Wette, ich finde das noch irgendwo in diesem Gebäude, Keller oder sowas. Wette, da ist das Buch noch mal drin. So, hier mal gucken, ob wir eine schöne Waffe finden. Nö, nur sowas Gewöhnliches. Ein Bandalur Buttermesser, ja, von mir aus. Oh, Amethyststaub, das ist mal wieder so eins der Dinge. Was macht das in so einem Haus? Oh, keine Bücher mehr zu finden, das ist ja... Jetzt wird meine gewagte These wirklich gewagt. Ei, Schwein. Habe ich mir da gerade wehgetan? Das wäre ziemlich peinlich. So, dann mal hier raus. So, meine letzte Chance quasi. Aber ein Runenstein. Verschone dich nicht. Hä, ist da irgendwas? Oh, Tatsache. Ja, wir haben auch noch einen Kampf in dieser Folge. Was will man mehr? Haben wir auch das. Es zieht. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ja, und wo wir den Hebel finden und ob er tatsächlich vorhanden ist, das erfahrt ihr leider in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit The Witcher 3. Und dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen tauchen, habe ich den Eindruck. Also dann... Petri, hi und so. Euer Bade. Ciao, ciao.